Womit denn? Machen wir denn? Mit unserem Playdate. Ja, ich meine, ich habe dich zu mir an meinen Tisch gebeten. Jetzt können wir endlich mal zusammen was zucken. Ja, ich wollte ja lange mal wieder an deinem Cablex-Tisch sitzen hier. Das ist viel zu lang her. Ja, aber wie findest du mein neues Setup? Schön. Ich finde es cool. So, jetzt sitzen wir so ein bisschen beieinander und so. Ja. Und ich schaue wieder an dir vorbei, wie es gehört. Total. Ja, ja. Ich müsste ja jetzt auch. Nee, ich schaue dir auf die Möpse wahrscheinlich. Guck mal. Oh. Oh. Kannst du mal den Ständer da wegtun? Also. Das ist dein Ständer, der hier mitten im Bild ist, ja? Okay. Ja, der belegt das Bild zu sehr. Also ich kredenze dir heute ein Boardgame-Fail auf Boardgame Arena. Und zwar kredenze ich dir ein Spiel, wo ich damals eine Review zugemacht habe, als ich es am Tisch gespielt habe. Ich war noch jung und brauchte das Geld. Verstehe. Und ich habe eine Review gemacht, dass ich das Spiel prinzipiell ganz toll finde, aber nach 2,5 Stunden das Spiel abgebrochen habe, weil ich gesagt habe, boah, das zieht zu lang für ein 2-Personen-Spiel. 2,5 Stunden, okay. Und dann habe ich diese Review veröffentlicht und dann hat sich der Verlag bei mir gemeldet und hat gesagt, also Basti, wir haben das Spiel mit über 1000 Runden getestet. Keiner hat länger als eine Dreiviertelstunde gespielt. Manchmal ist ja gar nichts kaputt, man ist nur zu doof, oder wie war das? Genau, und dann habe ich halt einfach in der Regel einen Satz überlesen. Der war zwar fett und dick und dreimal umrandet, aber ich habe den Satz überlesen und wir haben es einfach falsch gespielt. Dann habe ich es nochmal neu gespielt, dann habe ich gesagt, ah, okay, macht Sinn, habe eine neue Review gemacht. Und habe dem Verlag aber gesagt, hey Leute, wenn ihr Wiederspiele habt, schickt sie immer an mich, weil so dumm wie ich ist keiner beim Regellesen. Du bist das der heißt, perfekte Tester wenn dafür. Wenn ich es kapiere, kapiert es wirklich jeder. Und die Regel ist von einem sehr, 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 sehr coolen Ding, was man jetzt auch auf Boardgame Arena spielen kann, weil es in der Beta gelandet ist, nämlich Rift Force. Ein ganz spannendes, asymmetrisches Zwei-Personen-Spiel. Ich habe schon viel gesehen und schon viel von gehört, aber noch nicht gespielt bisher. Es hat diesen typischen Battleline-Mechanismus. Also Battleline war die Ursprungsfassung, die hatte mal Rainer Knizia kreiert, als er ganz jung war, nur in einem Buch und hat es dann später in dem Spiel Schottentotten umgesetzt. Das kennst du sicher. Ja. Vielleicht aber gerade auch nicht. Vielleicht auch mal gehört. Das heißt, wir haben einfach eine Linie in der Mitte, das Riff hier, und wir legen Karten auf unseren Seiten, also der eine auf der einen, der andere auf der anderen Seite, und versuchen hier einfach Machtverhältnisse aufzubauen, um quasi das Riff zu kontrollieren. Also Lost Cities heißt das ist, oder daran erinnert es mich dann gerade. Ja, hier. Das ist auch ein ähnlicher Mechanismus. Also, das ist nichts Neues in Anführungszeichen. Was hier halt ganz interessant ist, dass du halt jeder 4 verschiedene Fraktionen gleichzeitig spielt, die wir uns draften. Siehst du gleich. Und diese Fraktionen haben halt extrem asymmetrische Power. Mhm. Das heißt, du musst halt ein bisschen überlegen, wie geschickt du deine Karten spielst, um halt deine Fähigkeiten zu nutzen. Ansonsten ist es eigentlich ein relativ einfaches Spiel. Und ich würde sagen, ich kann die Regeln, es gibt kein Tutorial. Das heißt, ich würde einfach mal auf Spielen gehen. Ja. Mit dem Grundspiel. Es gibt anscheinend irgendwann vielleicht auch die Erweiterung als Chance. Hier steht bisher nur Grundspiel. Das sind, glaube ich, 8 oder 10 solche Fraktionen drin. Mit der Erweiterung kommen dann nochmal 8 oder 10 dazu. Dann gibt es natürlich noch mehr Varianz. So, ich lade dich mal ein, meine Liebe. Ja, und ich bin dabei. Gut. Du kannst auch auf meinem Bildschirm jetzt gucken. Da gibt es jetzt nichts Geheimes, falls du das müsstest. Genau, es ist eine Beta an alle da draußen. Wenn da jetzt irgendwas nicht passieren. Funktioniert, abstürzt, dann heißt das nichts. Das ist ja bewusst eine Beta. So, wir wählen uns jetzt Gilden aus. Ja. Ich weiß nicht genau, wie wir uns die Gilden auswählen. Das wird so eine Art Snake-Drafting sein. Ich glaub, also wir sehen beide, glaube ich, gerade die gleichen, bis auf die eine, die wir unten haben irgendwie. Genau, jeder hat per Zufall anscheinend schon mal eine Gilde bekommen. Ja. Ich würde sagen, wir tun jetzt einfach irgendwelche Gilden auswählen, ja? Ja. Damit ich dir die Grundprinzipien von dem Spiel zeigen kann, dann brechen wir es ab und spielen es halt gescheit. Weil du siehst jetzt ja überhaupt nichts von dem Spiel. Wie soll ich dir erklären, welche Gilde du jetzt nehmen sollst? Natürlich. Das macht keinen Sinn. Ich wähle einfach mal, weil genau, ich wähle auch einfach irgendwelche Gilden. Wir tun jetzt abwechselnd uns quasi Gilden holen, dass jeder 4 Stück noch so einen Baum hat. Und ich nehme noch die hier und das war's. So, jetzt hat jeder 4 Gilden. Okay. So. Und jetzt wird das Ganze aufgebaut. So, und du siehst jetzt hier das Riff. Das hat 1, 2, 3, 4, 5 Positionen, wo Karten liegen können. Jeder von uns hat Karten auf die Hand gezogen und zwar in der Farbe, in den Farben seiner 4 Gilden. Also jeder von uns hat seine 4 Gildenfarben und hat Karten mit dem Wert 5, 6 und 7. Okay. Also es gibt 5er, 6er und 7er Karten. Ansonsten können die Karten gar nichts. Also hier werden nie Karten mit Funktionen kommen. Die einzigsten Funktionen, die du hast, sind deine 4 Karten, die du hier ausliegen hast, die dir quasi dauerhafte Funktionen
Funktionen für diese Karten jetzt geben. Wenn du dran bist, hast du drei Möglichkeiten, was du machst. Du kannst entweder Karten... Spiele ein bis drei Karten aus, weil bei mir steht es gerade oben. Genau, zu Beginn kannst du einfach nur ein bis drei Karten spielen. Wie spielst du? Du spielst entweder drei Karten oder bis zu drei Karten derselben Farbe oder drei Karten mit demselben Zahlenwert aus. Ja. Und wenn du die ausspielst, dann kannst du jetzt überlegen, spielst du alle diese drei Karten an einen dieser fünf Orte auf deiner Seite oder verteilst du sie an benachbarte Orte, dann darfst du aber auf jeden Ort nur eine Karte legen. Okay. Ja. Der linke und der rechte Ort sind nicht miteinander benachbart. Das heißt, du kannst nicht hier hinlegen oder drüben, sondern das ist geografisch benachbart. Also wenn du links bist, dann geht links nicht weiter. Aber du könntest jetzt links dann daneben und da daneben jeweils eine Karte legen, wenn du halt drei gleiche hast. Das ist einfach das Ausspielen. Dann ist schon der nächste Gegner dran. Oder der nächste, dann ist der andere dran. Ich glaube, wir ziehen dann auch immer... Nee, wir ziehen nicht automatisch. Soll ich es einfach mal machen? So Tutorial-mäßig doch mal. Und wir gucken, was passiert. Doch mal. Genau. So, also ich kann bis zu drei entweder gleiche Ziffer oder gleiche Farbe nehmen und kann die, ich wähle mal die Funktion hier aus, flupp, flupp, flupp. Ach nee, ich wähle erstmal eine aus. Achso, erstmal die eine, okay. So. Jetzt hast du hier eine 7 in Gelb gespielt und da eine 7 in Gelb. Ach, ich kann dann noch weiter benachbart. Sie müssen gar nicht von der Ausgangskarte aus benachbart sein. Sie können sich dann auch weiter an in der Seite... In der Linie, ganz genau. Okay. So, jetzt bin ich dran. So, das haben wir doch schon mal. Weil dann kommen wir, glaube ich, ein bisschen besser rein, wenn wir es einfach schon ein bisschen durchgehen. Genau. Du hast gesehen, du hast nicht automatisch nachgezogen. Genau, hat der Chat auch schon gesagt. Aktion. Genau. Ich könnte jetzt halt auch ausspielen, ich kann aber auch eine zweite Aktion jetzt machen, nämlich eine andere. Und zwar kann ich jetzt meine Karte aktivieren. Ich habe hier schon eine blaue Karte liegen. Und wenn ich jetzt... Warum eigentlich? Weil ich halt als zweiter Spieler habe ich halt als Bonus schon mal eine Karte ausgespielt, per Zufall. Alles klar, ja. Wie kann ich die aktivieren? Indem ich entweder dieselbe Farbe oder dieselbe Zahl jetzt abwerfe. Mhm. Also ich könnte jetzt eine 6 oder so eine blaue Karte abwerfen und jetzt aktiviere ich diese Karte. Aktivieren heißt, ich kann jetzt wieder ein bis drei Karten aktivieren, die benachbart sind oder am selben Ort, bla bla bla, wir kennen das schon. Und aktivieren, ich weiß, oder benachbart vielleicht auch nicht, das müssen wir noch herausfinden. Aktivieren heißt, ich benutze jetzt die Fähigkeit der Karte. Und die Fähigkeit von diesem Element wäre, if there is damage on the last enemy at this location, place 4 damage on it. Otherwise, place 1 damage on it. Also, wenn der hinterste Gegner, the last enemy, wenn du da quasi Schaden drauf hättest, dann würde ich dir 4 Schaden draufpacken, ansonsten den Schaden einfach nicht. Das heißt, ich würde halt jetzt Schaden machen. Der letzte aus deiner Sichtweise, also der am dichtesten an mir dran liegt, wenn da mehrere Karten liegen würden. Genau. Mhm. Das heißt, so fangen wir an, Schaden zu machen. Wie viel Leben hat so eine Karte? Naja, 5, 6 oder 7, was halt draufsteht. Das ist deren Macht. Alles klar. In Anführungszeichen. Und wenn natürlich genug Schaden drauf ist, dann wird die Karte abgeworfen. Dann ist sie natürlich weg an der Position. Guck mal, der Chat sagt gerade, muss nicht benachbart sein beim Aktivieren. Genau, ich kann drei verschiedene Karten, egal wo sie liegen, machen. Mhm. Können auch in derselben Reihe sein, aber nicht dreimal die gleiche Karte. So, das wäre jetzt also quasi das Aktivieren. Da kann ich natürlich so geschickt sein, alles in einer Farbe zu aktivieren, aber wenn ich natürlich den Zahlenwert spiele und meine ausgespielten Zahlen unterschiedliche Elemente sind, habe ich natürlich diverse unterschiedliche Effekte, die ich jetzt kombinieren kann. Okay. Je nachdem, welche Elemente ich habe. Wirst du gleich sehen. Ja, machen wir gleich mal. Und die dritte Chance, die ich hätte, also das würde jetzt bei mir noch keinen Sinn machen, deswegen mache ich mal einen anderen Zug. Ich spiele einfach mal Karten aus. Mhm. So, ich habe jetzt hier lauter... Ach, du darfst die auch mischen an einem Ort. Genau, da liegen halt jetzt mehr Karten. Die Reihenfolge ist auch entscheidend. Ja, aber auch unterschiedliche Sorten. Du müsstest jetzt eine dritte Aktion bekommen haben. Also du hast jetzt nicht nur ausspielen und aktivieren, sondern du hast jetzt auch noch eine dritte Aktion. Überprüfen und nachziehen. Genau. Was heißt überprüfen und nachziehen? Das wäre jetzt die Aktion, mit der du wieder auf 7 Handkarten aufziehen kannst. Das kannst du nur, wenn du weniger als 7 Karten auf der Hand hast. Also hast du 7 Karten, kannst du nicht nachziehen. Ja. Und überprüfen heißt, du schaust jetzt bei jedem Ort, bist du der Einzige, der dort liegt. Ja, bist du der Einzige. Ja. Wenn du das bist, kriegst du einen Reforce-Punkt. Und das Spiel endet, wenn du 12 Punkte hast. Ich habe dich jetzt absichtlich hier an dieser einen Stelle gewinnen lassen und habe jetzt ich hätte meine 5er auch so legen können, dass du eben nicht einen Ort gewinnst beim Nachziehen. Aber das heißt, wenn du jetzt in deinem Zug nachziehst, dann würdest du nicht nur die Karten bekommen, sondern einen Reforce-Punkt. Ich mach das einfach mal. Genau, du kriegst jetzt hier einen Punkt und bist jetzt schon einen Punkt weiter. Okay. So, und jetzt bin ich wieder dran. Ich könnte auch überprüfen, dann kriege ich natürlich hier für links jetzt, weil ich da natürlich alleine bin. Na klar. Oder ich könnte jetzt aktivieren und ich mache jetzt Folgendes. Ich aktiviere jetzt zum Beispiel mal kurz meine 5er. Was können die? Genau, da kann ich Schaden machen.
mache ich mal kurz. Ich mache mal kurz Schaden. Also die Funktion von diesem Lilanen ist, ich mache 2 Schaden. Aktivierst das heißt, du alle 5er dann? Oder? 3, bis zu 3. Bis zu 3, okay. Und das mache ich jetzt mal. Ich muss mal gucken, wie das geht. Heiko, dann, falls du das gleich vergisst, musst du es mir dann erzählen. Der Chat sagt, so, du verheimlichst mir Dinge hier. So, jetzt mache ich hier Punkte. Und hier. Okay, was hatte deine Karte für eine Funktion? Was hat die gemacht gerade jetzt? Die hat. Ich habe 2 Schaden bei dir gemacht. 2 Schaden gemacht. Okay. So, und weil der Chat mich gerade darauf hinweist, was passiert denn, wenn ich eine gegnerische Karte zerstöre? Das ist eine sehr gute Frage. Weiß ich nicht. Das ist wahrscheinlich genau der Regelfehler, den ich damals gemacht habe. Kriegt man wahrscheinlich auch einen Rift Force-Punkt dafür. Das würde ich fühlen. Okay. Dann muss der Chat uns gleich nochmal aufklären. Weil dann das Spiel genau halt passiert. Auch ein bisschen schneller geht. So, du musst auch noch eine Aktion wählen, steht bei mir hier. So, ich muss meinen Zug noch beenden. Alles klar. So, diesen Schaden kriege ich auch nie wieder weg da jetzt, ja? Genau. Ja, natürlich. Also das war der Fehler, den ich damals gemacht habe. Okay. Ich habe damals schon nicht verstanden, dass wenn man eine Karte zerstört, man auch einen Rift Force Punkt bekommt. Wenn du diesen Fehler spielst, dauert das Spiel halt ewig, weil du halt einfach immer nur eine Karte gegen deinen Gegner gegenüberlegen musst und der halt nie Punkte bekommt. Sonst kommst du ja nie auf 12 Punkte. Ganz genau. Das war der Fehler. Sonst kommt man nie auf 12 Punkte. Ja, und das ist letztendlich das ganze Spiel. Lass uns ruhig nochmal irgendwie hier nochmal 1, 2 Dinger machen und dann gucken wir nochmal, was so, genau, was so die passiert. Die Kartenverteilung, ja, ist natürlich entscheidend. Es gibt weniger 7er als 6er als 5er. Ja. Das heißt, um dir hier kurz die Mengen zu sagen, weil das würde dich ja vielleicht interessieren. Muss mal kurz gucken. Wo ist denn meine Spielanleitung hin? Die hatte ich mir extra aufgemacht. Ich würde sagen, eben hattest du sie noch. Ja, dann hole ich sie mir halt nochmal kurz hier. Chat, wenn ihr sonst noch was habt, was gerade gefehlt hat, sagt gerne Bescheid, dann nehmen wir das gerne noch mit auf. Wir schauen mal kurz hier. Hier, da steht, du erhältst ein Rift Force. Das ist der Satz, den ich damals in Fett sogar. Also. Ja, weil ich es falsch habe, haben sie es jetzt in Fett. Naja. Genau, überprüfen. Hat den Geek-Test nicht gestanden hier, will ich nicht bestanden hier, diese genau, Anleitung. Rift Force, allgemeine Klarstellung. So, und wo war jetzt hier die Verteilung der Karten? Das ist wahrscheinlich ganz am Anfang. Irgendwo steht es ganz am Anfang, vielleicht hier. Irgendwo steht es, okay. Hier, 4x5, 3x6, 2x7. Mhm. Das heißt, die 7er sind natürlich mächtiger, weil sie nicht so schnell getötet werden können. Teilen aber wir uns es gibt die halt Farben? Nicht so viele. Nee, du hast ja deine 4 Farben, ich habe ja meine 4 Farben. Jeder, okay, hat sein eigenes Deck, das, ja, heißt, jeder hat. Ja, weil du hast ja was Gelbes und ich habe was Gelbes, aber das ist dann was Unterschiedliches. Das sind Gelbes. Das ist unterschiedliches Gelb. Okay, ja, das war mir gerade nicht ganz klar. Okay. Genau, also mein Gelb sieht anders aus als dein Gelb. Genau. Ja, okay. Und weil du gerade gesagt hast, den Schaden kriegst du ja nie weg. Das hängt natürlich davon ab, welcher Gilde du angehörst. Es gibt natürlich auch Gilden, die heilen. Es gibt Gilden, die mehr Schaden machen. Ach, okay. So, es gibt, ja, da alles. Also es gibt sowas wie wirf Schaden von angrenzenden Karten ab, bla bla bla. Also gibt solche Effekte halt auch. Ja, okay. Das heißt, das entscheidet man im Grunde mit am Anfang, wenn man sich aussucht, welche, genau, mit welchen man arbeitet. Aber mit denen arbeite ich das ganze Spiel. Die werden, korrekt, nicht mehr verändert. Korrekt. Okay. Und als kleiner Tipp, die Spielerfahrung zeigte, dass das grüne Ding, was du da hast, sehr weak ist, also nicht so stark ist. Also man, was, ja, eher nicht möchte, ich will mich da nicht reinmischen bei dir. Du, ich habe ja gerade nicht mal gelesen, was die können. Ich habe, genau, ja, das einfach erstmal nur mal jetzt, wenn wir gleich draften. Und dafür dieses andere Ding, was du da hast, was ordentlich Damage macht, place 4 Damage on the first enemy at this location oder so, ja, durchaus sehr stark ist. Ja, den hätte ich jetzt gerne nächste Runde mal getestet, was der kann. Deswegen habe ich gerade mal die Dinger ausgespielt. Also hier, das Problem ist, die, so, sind unbalanced. Das ja, ist der große Kritikpunkt. Aber wie auch bei anderen Spielen wie Mindbug und Co., dadurch, dass du die ja draftest, dadurch, dass du dir Decks zusammenstellst, heißt es ja nichts, dass da nur Schwache liegen. Du entscheidest ja, wen du nimmst. Das, mhm, heißt, im Zweifelsfalle lässt du den halt dann deinem Gegner liegen, wenn du den nicht willst. Wir testen einfach mal. Wollen wir das hier abbrechen mal und jetzt wir mal brechen gescheit mal ab spielen? Und beim Neuen vielleicht erklärst du gleich einmal, was die alle genau machen, bevor, ja, wir uns da entscheiden, wer was nimmt. Dann habe ich da, ja, vielleicht auch ein bisschen mehr Chance. Wobei ich sehe das schon, Leute, ich sehe das doch schon kommen. Ich werde wieder das, ja, aber nee, du siehst verlieren doch, ich bin da auch nicht gut. Gnadenlos. Gnadenlos. Durch die Nacht. So, ich mache mal eine Revanche vorschlagen. Eine Revanche. Achso, ich muss ja erst wieder auf die Startseite, sonst habe ich ja hier deine Einladung nicht. Jetzt ist sie da. Dann gucken wir doch mal. Dann betteln wir uns dort mal. Gut. So, ich akzeptiere die Beta. Gut, also, du hast die grüne Gilde bekommen. Die, wo du sagtest, die braucht man im Grunde nicht, ist richtig. Ja, vielleicht war es auch nicht die grüne. Also, deine grüne Fähigkeit ist Place 2 Damage on the first enemy in an adjacent location. Also angrenzend an grüne Karten, kriegt immer die vorderste Karte 2 Schaden. Ja. Und dann bewege den Gegner rüber zu deiner Location von der grünen Karte. Also das heißt, du ziehst meine Karten, okay, an. Okay, ich kann deine Karten manipulieren dadurch, ja. Genau, du gibst ihnen Schaden und dann holst du sie zu dir. Ach, zu mir rüber?
Ja, also ah, nicht ich dachte, zu dir auf die Seite, nicht zu dir auf die Seite, sondern auf die Position. Auf die gegnerische Position dann von, ja, okay. Mhm. Das heißt, du schwächst sie und holst sie dir rüber. Ja, okay. Meine Karte, die ich schon habe, ich habe hier sowas Blaues. Ich mache 2 Damage on the first enemy an dieser Location. Dann bewege ich das Wasser zu einer anderen angrenzenden Location, also meine Karte bewege ich. Und dann place 1 Damage to the first enemy at the new location. Das heißt, du ballerst da auch nochmal direkt rum. Dann. Genau, nee, ich mache 2 Schaden, wo ich bin, ja, bewege mich angrenzend, mache nochmal 1 Schaden. Ist halt Wasser, ich fließe. Okay, Raikotan mag schon mal meine Schlingpflanze. Das ist schon mal gut, dann habe ich da schon mal ein bisschen... Nee, es verhält sich Schlingpflanzen-like, will er sagen. So. Nicht, dass er es liked. Ich dachte, er liked meine Schlingpflanze. Gut, wir gehen die weiteren Gilden durch, die erste, vorne links. If there is damage on the last enemy at this location. Also, wenn Schaden auf dem letzten Gegner ist, packst du 4 Schaden drauf. Mhm. Sonst packst du nur 1 Schaden drauf. Also, ja, das heißt, du guckst dir den hintersten an. Der hinterste ist ja der, der sonst verteidigt ist, weil es ja sonst immer auch in den vordersten natürlich geht. Der hier macht quasi eine Art Fernangriff. Der schaut sich den hintersten einer Reihe an. Wenn der noch keinen Schaden hat, packt der drauf. Das wäre ja die erste Variante. Wenn du es dann nochmal machst und es liegt schon Schaden drauf, dann packt er halt nochmal 4 Schaden drauf, was natürlich echt übel ist. Nochmal zur Definition. Vorne heißt ja dann das, was am Brett liegt und hinten das, was am Spieler liegt, ja? Genau. Okay. Also das heißt, die zuletzt gespielte Karte ist die hinten. Ja, okay. Weil du, ja. So, dann haben wir diese gelbe Karte. Place 2 damage on the first enemy at this location. Also 2 Schaden vorne. Dann remove 1 damage from this light or any ally. Mhm. Also von jedem Verbündeten oder von der Karte. Genau. Okay, Chat sagt, wenn nur eine auch, ist, genau. Dann ist die auch die hinterste. Auch ist klar, das ist ja logisch. So, ja, jetzt haben wir Luft, move air to any other location. Also das heißt, das Ding bewegst du erstmal hin, wo du willst. Ja. Und dann machst du 1 Schaden an dem first enemy of the new and the adjacent locations. Das heißt, der macht also bis zu 3 Schaden halt, je nachdem, wo er liegt, halt immer an der vordersten Reihe. Okay, ja. Dann haben wir den gelben. When you play this earth, place 1 damage on each enemy at this location. Mhm. Place 2 damage on the first enemy at this location. Mhm. Also das heißt, der macht bei jedem erstmal einen Schaden und dann nochmal 2 beim vorderen. Dann haben wir hier diesen Typen da, der ist halt relativ heftig, weil place 4 damage on the first enemy, also der macht 4 Schaden vorne und wenn der zerstört, wenn der also jemanden anderen kaputt macht, gibt es nochmal 1 extra Rift vor. Ich ahne schon, was du dir gleich als erstes aussuchen wirst. Also der ist richtig eklig, natürlich. Ja, 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 ja. Der kann richtig böse sein. Und du darfst anfangen, es läuft jetzt schon wieder richtig gut. Ich habe ja gesagt, die sind ein bisschen overpowered, der ist richtig heftig. Ja, ich kenne dich halt mittlerweile, ich weiß genau dann gleich, der ist weg, so. Okay. So, place 2 damage on an enemy of this location, also auch klar, on any enemy, also du kannst dir aussuchen, wo. Ja. Und if the thunderbolt destroys this enemy, repeat this ability once immediately. Also wenn der einen zerstört, kann der direkt nochmal 2 Schaden machen. Ja, okay. Das ist natürlich auch ganz gut. Und der letzte, move the shadow to any other location. Also den kannst du wieder bewegen. Place 1 damage on the first enemy at the new location. If the shadow destroys this enemy, gain +1 Rift Force. Also das heißt, der ist ähnlich stark mit diesem +1 Rift Force, aber der andere macht halt 4 Schaden und ich lasse ihn dir. Weißt du, nimm ihn. Das wäre unrealistisch, wenn du das nicht machst. Natürlich nehme ich den. Ist doch klar, dass ich auf dich drauf bolze. An dich, welche nehme ich jetzt, wenn man mich kennt? Du ballerst ja immer drauf und ich bin ja mehr so defensiv eigentlich immer. Was wähle ich jetzt? Es gibt ja nur eine Karte, die heilen kann. Das wäre diese vordere Gelbe. Aber ich würde halt... Die ist erstmal meine erste Wahl. Okay, ich würde halt nicht so defensiv spielen, wollte ich gerade sagen. Okay. Ja, aber das ist doch, du ballerst doch immer drauf und ich versuche immer zu verteidigen und gehe gnadenlos unter. Ich meine, das ist doch ein eingeübtes Konzept hier. Der Shadow ist auf jeden Fall ganz cool. Ja, ich finde den eher auch ganz interessant, weil der halt auf 3 dann das irgendwie ja splitten kann. Und du den halt bewegen kannst. Ich habe halt schon Water. Ich habe schon was sich bewegt. Ja, ich glaube bewegen, also ich muss auf jeden Fall noch einen hier Shadow oder eher muss ich noch nehmen. Was ist denn stärker davon jetzt hier? Oh, ist halt die Frage, wie du spielen wirst. Der R ist schon nicht so stark, aber er verteilt halt den Schaden. Es dauert halt ein bisschen, bis du dann ordentlich Schaden machst, in Anführungszeichen. Ja, der Shadow bringt mir aber Rift kosten ja die Siegpunkte am Ende, die ich brauche, ne? So. Genau, der. Ja, dann versuche ich es mal mit dem Schatten. Ja, ich lasse den R trotzdem da. Komm, ich nehme die, dann kannst du dir die R noch dann holen. Danke, dann nehme ich doch nochmal die. Ich werde trotzdem hier jetzt, ob mir Karten zu schustern. Ja, das ist ein ziemliches Draufgeballer. So, du hast schon mal per Zufall eine Karte ausgespielt. Ach, guck. Ja, weil du jetzt anfängst, genau. Genau. Mhm.
So, das heißt, du hast da einfach schon mal eine Karte liegen und ab jetzt bitte nicht mehr auf meine Hand gucken, sonst siehst du meine Karten. Ich habe dich eben schon klein gehabt hier, das weiß ja bitte. Ich schau mal, wie ich das so machen kann. Vielleicht so. So vom Setup her, dann seht ihr ein bisschen besser, glaube ich, meine ganze Hand. Gut, ich spiele natürlich aus und also der Reiz natürlich bei dem Spiel ist, dass wenn du natürlich die Karten ausspielst, dir gleichzeitig die Aktivierungskarte natürlich wieder fehlt. Das ist ja das Thema, weil du spielst lauter Sechser aus, dann fehlen dir natürlich die Sechser zum Aktivieren. Mhm. Also das ist deswegen balanciert sich das Spiel so nett. Und die Verteilung war 4-3-2 von 5-6-7, ist das richtig? Ja. Okay, dann bin ich mal gespannt, was du jetzt hier machst. Also ich würde auf jeden Fall den da gerne, das ist der, oder? Es ist so schwer zu erkennen, ja, das ist der. Also ich spiele mal 3 aus, ich knall mal den dahin. Ja. Ich knall den dahin. Das ist natürlich 2, so dahin. Blaue, jetzt muss ich erstmal gucken, was für ein Blauer das und hier war. Den dahin. Genau, der, okay, wenn du den aktivierst, der macht halt direkt, der eine heißt 4 Wasser, Schaden. Ist genau, halt richtig, der Wasser ist der entspanntere. Das ist halt jetzt schon echt ekelig hier. So, ich habe dir mal schon mal ein bisschen was dahingelegt. Du hast schon mal was dahingelegt. Denke dran, wenn ich Karten ziehe und du hast quasi keine Karten auf meiner gegenüberliegenden Seite, dann kriege ich bereits immer einen Punkt. Und das habe ich durchaus. Die Punkte kannst du auch nie verlieren. Also das Spiel ist so konzipiert, dass es irgendwann auch enden muss, weil es keine Möglichkeit gibt, Rift Force Punkte wieder zu verlieren. Wenn du einmal Siegpunkte hast, dann hast du die. Kann dir keiner nur noch nehmen. Mal zur Sicherheit, ich aktiviere aber immer nur die oberste Karte. Nee, also du auch aktivierst ums, jede aber beliebige wenn ich jetzt Karte. Das, was ich kann auch welche, die eigentlich halb verdeckt sind, aktivieren, wenn ich später was aktiviere? Natürlich. Ah, okay. Ja, ja, natürlich. Entschuldigung. Du kannst jede Karte bei dir aktivieren. Okay. Aber halt nur bis zu 3 jedes Mal. So, ich muss mir gerade noch mal so ein bisschen hier angucken, was meine Leute hier so machen. Ja, habe ich mir auch nicht so richtig gemerkt. Ich habe einfach mal gespielt. Ja, ich spiele jetzt natürlich auch und ich darf Farbe oder Zahl spielen. Und ich spiele mal Dinge. Und gehe erstmal überall gegen. Okay, puh. Also ich aktiviere mal meine Karten. Ja. Um dir mal so ein bisschen zu zeigen, wie es knallt. Wie schnell ich sterben kann. Genau, also das heißt, ich schmeiße jetzt mal eine 6 ab. Dadurch kann ich alle 3 Sechser, wenn ich will, aktivieren. Ich fange mal mit der an. Die macht einfach 2 Schaden bei dir. Ja, schön. Dann macht die 2 Schaden. Nee, die wandert jetzt hier rüber und macht hier Schaden. So. Eklig. Gut, geht jetzt schon richtig gut los hier. Dafür ist halt eine Seite frei jetzt so ein bisschen. Also du könntest dir halt darüber auch Rift Force Punkte holen. Ja. Ich spiele es ein bisschen offensiv für dich, damit sich was rührt. Gerade so. Vielleicht willst du halt mal was aktivieren. Ja, ja, ich muss ja erstmal ein bisschen ausprobieren. Ich aktiviere jetzt hier auch erstmal was. So. Dich? Wirf eine Karte zur Aktivierung ab. Ja, habe ich doch. Nee, jetzt muss ich noch bestätigen. Ja, die musst du bestätigen, genau. Okay, ja, das fehlte mir gerade. So. Das fehlte mir gerade noch. Das hat mir gerade noch gefehlt. So. Genau, jetzt ziehst du mich natürlich rüber. Genau, deswegen war die Reihenfolge gerade wichtig, dass ich dich da hin und her ziehe. So, was machst du nochmal hier? Okay, dann den würde ich jetzt dahin und placen dann noch einen drauf. Okay. Okay, puh, eklig. Oh, ich finde die Grünen jetzt gar nicht, also gar nicht so schlecht mit diesem Hin- und Her-Gezwippe irgendwie. Ja, sind okay. Du spielst erstmal neu aus, okay. Ja, ich muss mal ein bisschen was aufs Board bringen. Verstehe ich. Ich aktiviere nochmal. Ich glaube auch nicht, dass getötete Karten aus dem Spiel verschwinden. Die kommen einfach auch nur auf den Nachziehstapel und die kann man irgendwann wieder nachziehen. Also die verschwinden nicht, wenn sie getötet werden. Meines Wissens. So, ich ist aber auch, glaube ich, auch nicht so kriegsentscheidend. Und du aktivierst schon wieder, oder was? Ja, ich gut, du hast halt die Fünfer. Du hast halt die Fünfer, ja. Und jetzt ist ja die Frage, was für ein Licht. Achso, jetzt suche ich aus, von was ich das wieder runternehme. Okay. Ja. Ah, okay, ja. Ups. Dann ist der auf einen runter. Alles klar, verstehe ich. Haben wir. So. Ja, du kannst mit deinen Schlingpflanzen natürlich jetzt bei mir durchaus die eine Karte einfach killen wahrscheinlich. Durchs Hin- und Herschieben. Oh, nee, jetzt na, nicht wird gerade noch nicht reichen, aber... Na doch. Nee, weil er die andere dann dafür nimmt zum Schlingen. Ja, klar, verstehe. Ja, aber die ist schon ziemlich angeschlagen, muss man sagen. Die ist schon ziemlich angeschlagen. Dann würde ich mal überprüfen und kriege schon mal einen Rift Force für die eine Region und ein bisschen neue Karten auf die Hand. Dann bist du schon wieder dran. Ach, die laufen dann da unten auf dem Ding da lang. Okay. Genau, die laufen auf dem Track bis zur 12. Ja. Das ist ganz nett gemacht. Das sind auch nur Karten, die du ausspielst. Also prinzipiell ist das ein reines Kartenspiel mit den Tokens halt. Nachziehen tue ich immer auf eine bestimmte Anzahl. Auf 7. Egal, wie viel ich habe oder nicht habe. Genau. Okay. Ja. Das heißt, das machst du trotzdem, wenn du natürlich gerade bei vielen Regionen vorne bist, ziehst du ja vielleicht trotzdem nach, weil du halt die Punkte werten bist. Aber hier ist ja die Gemeinheit, du kannst nur nachziehen, wenn du halt weniger als 7 Karten hast. Ja, ja.
Nur für sonst mich würdest ist gerade ja der Punkt, ich sag's mal offen, ich habe gerade zwei auf der Hand. Genau, da ziehst du jetzt nach. Ist die Frage, ob ich die noch ausspiele oder ob ich einfach nachziehe, obwohl ich jetzt halt keinen Rift Force dafür kriege. Aber gefühlt würde ich gerade eher nachziehen erstmal. Damit du halt mal wieder Karten bekommst. Genau. Ja, der Gag ist, du hast zwar jetzt diesen einen Ort vernachlässigt da immer noch, aber ich kann den nicht werten, weil ich habe ja gerade nachgezogen. Genau. Das war das jetzt heißt, auch ich kriege jetzt keine Gedanke. Punkte, aber ich kann jetzt natürlich Karten spielen oder einen Kampf machen. Und ich entscheide mich für alles Mögliche. am Tisch ist, finde ich, fast übersichtlicher. Ja, ich muss mich gerade allgemein, wie immer bei solchen Spielen, erstmal reinfühlen, erstmal Funktionen kennenlernen. Dann ist man ja irgendwie gerade bei so einer Erstpartie mit den eigenen Sachen beschäftigt. Ja. Und dann übersehe ich auch immer ganz gerne, was denn der Gegner jetzt gerade Schönes machen könnte und was ich hätte verhindern müssen, können, sollen und so. Da muss ich gerade erstmal ein bisschen reinkommen hier. Ja, ich bin auch noch so ein bisschen floating. Das ist ja auch nicht schlecht. So, der hat sich jetzt bewegt und hier rumgeballert. Okay. Das ist natürlich auch nicht so gut hier. Was? Der ist tot. Wieso ist die jetzt tot? Da war doch gar nicht so viel drauf. Ich habe halt nochmal draufgeballert. Was hast du da noch draufgeballert? Dem ging es doch noch gut gerade. Verdammte Axt, der ist belastend. Okay. Den brauche ich ja gar nicht mehr aktivieren. Das war dumm. Kann ich das nochmal rückgängig? Nee. Ah, einfach meine Karte zerstört hier. Nee. War ich gar nicht drauf vorbereitet. Nee, ich kann nicht mehr. Schade, ich jetzt anders machen. Ich habe es falsch schon gespielt. Egal. Aber ich habe zumindest was kaputt gemacht und ich hänge damit relativ großer Macht, auch wenn die angeschlagen ist. Zwar vielleicht gar nicht so der schlechteste Zug gerade. So, ich glaube, ich möchte erstmal Karten ausspielen, bevor das hier irgendwie in eine lustige halt Richtung drauf, läuft. Meine Liebe. Ja, ja, schon klar, aber wenn du jetzt zum Beispiel wertest, hättest du allein dadurch schon wieder zwei Gebiete, das möchten wir ja auch nicht. Zwei Gebiete sind übel. Und deswegen müssen wir einfach mal Dinge tun. Ja, tu mal Dinge. Wir spielen mal Dinge auf. Ich habe das völlig falsch gespielt, natürlich. Du oder ich? Ich. Okay, ja, ich aktiviere einfach nochmal. Ich mache nochmal ein bisschen Action hier auf dem Tisch. Ja, sag gerne nochmal, was du da so tust, dass ich das, weil eben war sie plötzlich weg und ich hatte keinen Plan, was passiert. Also ich habe wieder die Sechser aktiviert. Die liegen jetzt alle in derselben Position. Jetzt muss ich ein bisschen gucken. Die vorderste macht zwei Schaden und könnte zwei Schaden nochmal machen, wenn sie dich tötet. Das wird sie nicht können. Ach, das war eben das, was passiert ist. Okay. Genau. Dann die dahinter, die macht, wenn da schon Schaden ist, macht sie vier Schaden, sonst nur einen. Ja, damit könnte ich dich jetzt zum Beispiel töten, weil ich mache dir mit der vordersten zwei Schaden, mit der hinteren nochmal vier. Und dann hätte ich noch Wasser, der macht zwei Schaden und bewegt sich dann und macht dort nochmal einen Schaden. Damit würde er auch eine Karte töten. Das heißt, ich mache mal Wasser und bewege mich. Unfassbar. Hab die getötet. Wieso hast du denn jetzt die getötet? Weil die schon vier Schaden hatte und war eine Fünferkarte. Und jetzt mache ich die dir vier Schaden gibt, wenn du schon Schaden hast. Nee, ist richtig super. Läuft richtig gut, das Ding hier. Oh, das hat nicht funktioniert. Habe ich die falsche geklickt? Oder habe ich sie falsch gelesen? Die war falsch! Scheiße, ich habe die. Na gut, ich habe ja noch eine. Mach ich ja die halt noch. Passt. Ich töte dich auf jeden Fall. So. Egal. Hast du meine ganzen Schlingpflanzen hier gekillt, ey? Das finde ich jetzt gar nicht so geil. Ich sag ja, die Schlingpflanzen sind gar nicht so geil. Nee, aber ich habe sie halt, ne? Wenn sie da sind. Die Schlingpflanzen ziehst du dir halt die Gegner an die Position. Das heißt, was machen die? Die werden als nächstes die Schlingpflanze angreifen. Das ist halt immer das Thema. Und so stark sind die halt dann doch nicht im Kämpfen. So, das war meine Aktion. So, naja, total schön. Bin total happy. Aber du bist ja dran. Du kannst ja auch ordentlich ballern hier. Du hast ich muss jetzt mal Dinge tun. Ja. Ich muss jetzt mal Dinge tun. So. Ja, klar. Du bewegst dich und machst da erstmal drei Schaden. Genau. So. Das ist schön. Und du kannst dich sogar noch mal heilen mit der einen, wenn du willst. Ja, das ist der nächste Plan. Macht Schaden und heilt den da. Ja, war gar nicht so dumm. Ja, nicht so viel los wie bei dir, aber... Tipp, wenn du den anderen gelben genommen hättest, wäre es wahrscheinlich besser gewesen. Ach nee, das war keine 6, das ging dann nicht. Okay. Nee. Weil der hätte natürlich meine 5 getötet, weil ich habe ja schon 3 Schaden drauf, du machst 2 Schaden, das heißt, du hättest meine lilane 5 getötet. Verstehst du? Okay. Ja, okay. Du hast jetzt die 2 Schaden auf einer Karte von mir gemacht, die noch keinen Schaden hatte. So, ja, aber da war jetzt, halt... ich habe halt eine 6 ausgespielt. Genau, du hast eine 6 ausgespielt. Du hättest die 5 spielen müssen, dann hättest du die Karte töten können beispielsweise. Ja. Das hätte ich tun müssen. So. Aber so hast du ja auch Schaden. Ja, wie gesagt, ich erwarte jetzt nicht, dass ich hier in der Erstpartie irgendwie auch nur ansatzweise Punkte da mache, aber wir gucken mal. Das Beste rausholen hier. Jordi, die fühlt mit mir. Das ist sehr schön. Ab. Das freut mich. Ich werfe schon wieder eine 6 so ab. So eklig mit dir und du killst wieder 3 Karten hier und... So, ich mach Wasser. Ja. Und wenn dann was liegt, dann machst du noch einen und einen im Quadrat und überhaupt, ich muss dringend die Dinger da tot machen. Nee, das ist ja... Die sind eklig. Ja. Das ist ja richtig nervig. Vor allem jetzt liegt die eine Karte da auch wieder im Weg. Das ist richtig ätzend. Ja, vor allem, wenn was drauf ist, dann verdoppel ich. Das macht halt echt Aua. Das ist genau, nicht ich lege so dir geil. Was drauf und dann mache ich dir das halt massiven echt Schaden. Das ist nicht so geil. Und meine Sechser-Phalanx liegt halt jetzt klar, du kriegst jetzt den einen Punkt fürs Nachziehen. Ja, okay. Ich musste so nachziehen. Ich aber musste ich mich halt hier mal neu aufstellen.
hab hier Freude. Ja, ich muss die da gleich umbringen, aber ich muss da ja erstmal zukommen. Also das ist ja... Kommst du hier mit deinem Rossa? Was macht deine Rossa? Das macht dann 4 Damage. Ja, natürlich. Ganz genau. Natürlich. Ich dachte mir, hey... Ich hab's halt auch schon mal gespielt. Es tut mir leid, Conny. Ich weiß, es sind nicht unbedingt die Spiele, die du gerne spielst. Deswegen danke, dass du es mit mir zockst. Und auch es danke für die Leute natürlich. Es sind vor allem die Spiele, wo du wirklich ganz massiv immer diesen Anfängernachteil einfach hast. Ne? Wo du wirklich neue Leute einfach drin rund machst in dem Moment. Das Spielprinzip ist nicht kompliziert, aber sich halt diese... Du musst dir ja nur 4 Funktionen merken und die dann strategisch so ausspielen, dass deine Karten richtig rumliegen und sich dahin musst bewegen. Du musst dir aber halt auch noch die des anderen merken, um das irgendwie mit. Aber es ist ein super Spiel natürlich. Also das muss man erstmal hinkriegen. Es ist halt mega konfrontativ. Es ist wieder, du bist ja eh immer gerne so auf Angriff und hau drauf. Und das ist halt seltenst meine Spielweise wirklich. Ja. So, jetzt bin ich gespannt. Wie viele Karten killst du diesmal? Eine. Tschüss. Da unten. Na toll. 4 Schaden. Und die kriegt auch noch hier richtig einen Puff. Und 4 Schaden. Es ist nicht schön. So, Problem ist, ich kann jetzt gar nicht mehr vernünftig was aktivieren, weil ich keine 7 aufwand habe zum Aktivieren. Ich glaube, das Kartenspiel ist auch irgendwo gerade massiv reduziert. Im Zweifelsfalle immer bei Spieletaste. So, weil ich brauche jetzt nicht aktivieren, wenn ich damit nur eine Karte aktiviert kriege. Das bringt ja überhaupt nichts. Naja, wenn du damit ordentlich ballern kannst, kann auch eine Karte gut sein. So. Ja, ich könnte damit endlich mal eine von deinen Dingern töten, aber ob es das jetzt so bringt gerade? Hier, guck mal, 12,90 € kostet gerade neu. So. Meins hat mich gar nichts gekostet. Es war eins meiner ersten Review-Exemplare. Denn der Gag war, auch das erzähle ich immer wieder, ich habe Rift Force zugeschickt bekommen, weil sie mich mit Sven von Brettballett verwechselt hatten. Stimmt, das hattest du mal gesagt. Und ich habe das Review-Exemplar von Sven bekommen. Grüße gehen raus an Sven. Beste Review bisher. Haben mich angeschrieben und gefragt, wo sie es hinschicken sollen. Dann habe ich ihnen geantwortet. Muss ihnen ja nicht erzählen, dass ich nicht Brettballett heiße. Ich habe jetzt mal die erste Karte von dir endlich mal gekillt hier. Hier 9,99 € bei der Spieloffensive. Jetzt macht der Sascha gleich 9,98 € bei Spieletaste. Hey, du hast die Karte getötet. Ja, meine erste. Das mühsam ernährt sich das Eichhörnchen. Ah, das ist nicht so gut. Das ist nicht so gut. Kannst du jetzt keine 7 Karten auf einmal von mir killen? Das ist schon traurig. Du musst noch irgendwas tun. Ich muss noch was tun. Ach so, sorry. Ich muss meinen Zug noch beenden. Ja. Ich konnte ja leider nicht. Ich hätte gern mehr getan. Ich tue nachziehen. Ich habe keine Karten mehr gehabt. Du tust nachziehen. Okay, jetzt muss ich noch mal gucken hier. Okay. Aber den kann ich ja auch nicht. Das kann ich also nicht aktivieren, ist ja das Problem hier. Ja, ich die auch nach. Ja, kriegst du einen Siegpunkt für. Also naja. Ja, bei mir wird es halt jetzt wieder ballern, das ist klar. Ja, das ist klar. Ich krieg deine Kette da gerade. Boah, da mach ich ja richtig ekligen Schaden jetzt bei dir. Das machst du doch schon die ganze Zeit. Also, das ist echt ein Spiel. Ich hätte mir vorher Taschentücher rauslegen sollen, um hinterher mich ordentlich auszuheulen. Ja, sorry, hau ich dir weg. Ich habe sie noch versucht, gerade ein bisschen zu schützen. Sorry, aber hau ich dir weg. Diese Funktion ist halt super eklig mit, wenn da Schaden drauf ist, haust du halt nochmal so und so viel extra drauf. Nee, das ist gerade, ich mach 4 Schaden. Das ist einfach nur der, wo ich gesagt habe, der ist overpowered, der macht 4 Schaden und wenn er einen tötet, gibt es nochmal einen extra Rift Force fürs Töten. Das ist echt eklig. Das ist richtig eklig. Natürlich, dass das eklig ist. Geil, jetzt könnte ich meine 7 Karten aktivieren, die halt einfach nicht mehr da sind. Ja, du hast den Wind, du kannst ja ein bisschen machen. Ich habe dir gesagt, dass der Wind auch nicht so stark ist. Sorry, ich kann noch nichts dafür. Ja, alles gut. Du warst beratungsresistent. Du hast die Schlingpflanze, die ich scheiße finde. Du hast ja, den die Wind, wurde den mir ich ja wohl zugeteilt. Finde. Da kann dann ich ja hast wohl du den Heiler, wo ich gesagt habe, ach, das ist nicht unbedingt ein Spiel, wo man auf Heilung spielt. Ich habe dir die Chance gegeben. Nein. Aber was sollst du machen? Nein, habe ich nicht. Du hast ja gesagt, ich soll den nehmen. Ich wollte dir das Zitronencreme-Bällchen in Form dieser Karte. Ja, nein, komm, wir wollen ja auch, ne? Wenn, also, dann will ich auch mit Würde verlieren hier und nicht mit Zugeschustert. Holt euch die Erweiterung, wenn ihr das spielen wollt, weil die hilft wirklich dabei. Der ist einfach overpowered, der Typ. Der ist einfach zu krass. Ist einfach so. Ich würde da auch mit einem Snake Draft vielleicht rangehen, dass man sich, wenn man sich eine Karte nimmt, der andere dann 2 Karten nimmt und nicht abwechselnd eine, weil dann ist einer immer der Dümmste, finde ich. Aber ja. Bin mir gerade auch nicht so sicher. Weil im Grunde ist es doch gerade für mich gar nicht so sinnvoll, dir was gegen deine Rosa denn zu packen, weil du die ja eh direkt wieder alle killst, wenn ich da was hinpacke. Dann ziehe ich halt eine Karte und krieg 2 Siegpunkte jetzt, wenn ich rankomme. Ja, das ist das nächste Problem dabei. Das sind halt echt vielfältige Probleme hier gerade. Fühl ich. Ja.
Okay, jetzt knallt's. Das war ein Scherz. Ich habe nichts, was knallt. Ich rechne eigentlich die ganze Zeit damit, dass es hier gnadenlos wird. Nee, ich habe nichts, was knallt. Ich habe nichts, was knallt. Na, was machst du stattdessen? Ja, ich bin am Überlegen. Okay, dein Masterplan hier. So, ich muss halt mal gucken hier. Ja, ich mach mal was ganz Verrücktes. Was ganz Verrücktes? Du legst da was hin. Du legst da Wasser hin. Ich mach einen kleinen Wasser hin. Ich mach einen ordentlichen Wasserangriff mal hier auf der Ebene. Mhm. Hier. Naja, nee, passt schon. So, okay. Ich aktiviere. Mhm. Jetzt bin ich gespannt. Nicht so sicher, ob das jetzt hier so geil wird, aber wir gucken mal. Ja, weil ihr euch gerade über Undaunted unterhaltet, es soll halt sehr gut sein, aber ja, es hat halt dieses Zweite Weltkriegsthema drauf. Das hilft halt nichts, dass das Sturm auf die Normandie ist, aber das soll sehr gut sein. Also Undaunted Normandy. Auf jeden Fall. Ich wollte es auch immer mal spielen, aber bin auch vom Thema ein bisschen abgeschreckt. Christoph hier von Better Board Games hatte das ja durchaus ganz gut empfunden. Ach du und dein Wind. Leises Lüftchen hier. Ja. Ja, das macht einfach keinen wirklichen Schaden. Jetzt hast du ja, getötet, das ist Kampf gegen Windmühlen hier. Das brauchen wir ja gar nicht drüber reden. Ich ziehe nach, kriege 2 Punkte für. Das ist eigentlich der geilste Zug gerade. Ja, siehst du? Ich habe ordentlich auf dem Board. Das ist ja schön für dich. Ordentlich Schaden machen. Eigentlich auch nicht so mega sinnvoll, aber damit kriegen wir noch mal ein bisschen was hier weg. Ach, das geht ja wieder nur auf den Vordersten. Ich dachte, ich hätte das Mittelding damit jetzt mal killen können. Nee, geht immer auf den Vordersten. Ach ja, das habe ich wieder nicht bedacht. Ach. Gut, ich brauche noch 2, das werden wir hinkriegen. Ja, ja, das ist, meine Zeit hier ist gezählt. Also das gehen ist halt die Dinger langsam so ein bisschen aus, aber ich könnte mit dem anfangen. Achso, du musst noch irgendwas... ich muss meinen Zug beenden, natürlich. Ich also wollte es noch rauszögern, bevor ich sterbe hier. Aktiviere mal 6er und jetzt lass mal gucken. Also klar, der mein macht Wind natürlich... ist schon mal davon. Der macht hier einfach den 4er schon mal drauf. So, und da liegen 4, da war doch der has 2 damage, repeat this ability, nein. If there's damage on the last enemy, genau, da ist er. Place 4 damage. Das ist der, den ich machen will. So, dann und ist der weg. Und weg. So, und jetzt muss er nächste Runde nochmal nachziehen, dann hast du es doch. Genau, wenn du nichts hinlegst, ziehe ich nach und habe gewonnen. Das heißt, ich habe dir auch jetzt quasi gesagt, was gleich. Du tun musst. Ich kann nichts Vernünftiges machen. Und ich gehe auf Zug beenden. Gerade, genau, mehr kann ich nicht. Ich habe im Grunde auch echt nur Tod auf Raten, weil ich habe halt jetzt mehrere Möglichkeiten zu gewinnen. So, ich kann mit dem Sechser auf deinem Sechser gewinnen. Ich gewinne durchs Nachziehen. Ich wehre mich noch ein bisschen. Ja, genau. Ja, siehst du, so kann ich nämlich noch nicht gewinnen. Ich wehre mich noch ein bisschen. Dadurch ist mein Sechser dann nämlich auch geschützt, glaube ich. So kann ich noch nicht gewinnen. Korrekt. Aber es ist halt so das letzte Aufbäumen irgendwie gerade, ne? Naja, doch, ich kann trotzdem gewinnen, weil dein Sechser... war dein, so klar! Naja, der Punkt ist, dein so Sechser klar. Ist ja vorne nicht geschützt. Wenn mein Rosana deine Karte tötet, kriege ich ja einen Rift Force zusätzlich und ich töte eine Karte. Wenn ich eine Karte töte... Du musst doch dann die 5 jetzt angreifen, oder nicht? Mit deinem Rosana? Nee, ich greife immer die vorderste Linie an. Ach, shit, ich dachte, du machst es genau umgekehrt, deswegen habe ich da einen draufgelegt. Place 4 damage on the first enemy. Ja, ich dachte, dass du immer genau andersrum... Also sprich, und Ich erlöse dich mal. Ich habe nämlich eine rosa Karte. Das heißt, ich kann hier Schaden machen, ich kann da Schaden machen und ich kann da Schaden machen. Was natürlich wirklich krass ist und damit habe ich dich quasi getötet. Du hast jetzt noch einen Zug. Ich würde ja gerne sagen, es war kurz und schmerzlos, aber nicht mal das trifft es. Ich muss du hast halt jetzt noch einen Zug, nachziehen. Ja, komm, ich kriege noch einen Rift Force. Ja, das ist aber auch so. Ja. Du hast jetzt auch genau die Schwäche von Rift Force gesehen. Die Schwäche von Rift Force ist, der Startspieler hat einen Vorteil und zwar nicht zu unterschätzen, wenn er weiß, was er tut. Ja. Weil er nicht nur die overpowerte Karte sich ziehen kann, wenn sie verfügbar ist, sondern halt auch einfach den ersten Zug macht. Wobei ich, dadurch, dass ich halt jetzt, das war jetzt mein allererstes Mal so, dadurch, dass ich das halt vorher noch nie hatte, hätte ich, glaube ich, auch mit dieser starken Karte da einfach nichts rausgerissen in dem Moment. Das hätte jetzt für mich gerade nicht viel geändert. Also nicht, dass ich es jetzt nicht versucht hätte, irgendwas da rauszuholen, aber das war so ein Spiel, wo mir klar war, die erste Partie hast du keine Chance, gerade wenn der andere gespielt hat. So, du erinnerst dich an eine Runde nicht. Mindbug, an eine Runde, was haben wir alles schon gespielt? Komm, Mindbug hatte ich aber eine sehr gute Lernkurve, glaube ich, oder? Ja, genau, weil so, als du meinen Sohn zum Weinen, Sohn anfangen, aber komm, als du meinen Sohn zum Weinen gebracht hast, das war sehr geil. Also um diese Story nochmal zu erzählen, wir haben gegeneinander gespielt, ich habe die Conny getötet am Tisch. Ja. Dann kam mein Sohn, der Mindbug auch liebt und hat eine Revanche herausgefordert und hat gesagt, er wird gern gegen Conny spielen. Er hat mich als Opfer gesehen. Und dann hat Conny ihn nass gemacht und er saß weinend da.
weil die Conny Mindbug gegen ihn gewonnen hat. Seitdem spielt er auch nicht mehr Mindbug mit mir. Das tut mir jetzt fast ein bisschen leid, aber das war fast. Echt. Er hat sich so gefreut, dass der Papa sie nass gemacht hat. Endlich hat er auch ein Opfer, gegen das er gewinnen kann. Ja, vor allem, er kam wirklich verloren. So großkotzig an mit, oh, darf ich auch mal, darf ich auch mal? Ja, ja. Und das, vor allem, die Spielzeit war gefühlt unter 10 Minuten. Ich glaube, bin zu meiner Frau, die gerade am Rauchen war, und dann hörte ich schon irgendwie Geschrei am Tisch. Also das ging relativ zackig. Relativ schnell, ja, ja. Das ging dann relativ schnell. Ja, ja, so ähnliches Riftfort aus. Auch durchaus, wenn man das ein paar Mal gemacht hat und mehr drin ist, dass das durchaus dem Spiel gut tut, einfach weil jetzt gerade mit den Funktionen allein dieses, okay, warte, vorne, hinten, Mitte so, du musst dich da reinfühlen. Wie bei vielen Spielen einfach. Nichtsdestotrotz ist es einfach nicht meine Art von Spiel so. Das ist einfach nichts, ja, das ist einfach nichts, was mir Freude macht so. Vielleicht machen wir im Gegenzug das nächste Mal ein Roll and Ride, das magst du dann nicht so. So haben wir halt jeder, was wir opfern müssen. Ich spiele mit dir My City. Das nächste Mal, versprochen, spiele ich My City mit dir. Okay. Oder ich habe dann noch ein Roll and Ride gesehen. Das sah auch witzig aus. Also okay, das witzig machen wir dann mal. Im übertriebenen Sinne. Ja, höchstgradig kompetitiv. Ich kann mir vorstellen, wenn es aus der Beta rausgeht, dass man da gut Turniere auch mitspielen kann. Ach, bestimmt. Ja, also es ist auch durchaus so, dass ich sage, ich würde es jetzt gern nochmal machen, aber nicht gegen dich, wenn ich ehrlich bin, ne? Es ist in der Beta, du kannst es jederzeit spielen. Ja, deswegen, ja, genau. So gut habe ich jetzt auch nicht gespielt. Also ich habe einfach nur schnell mitgespielt. Aber ja. ich würde es gerne nochmal testen. So. Auch war wenn der es erfahrene nicht das Part. Ist, du warst der erfahrene Part. Schön. Ja. Dass ich das mal sein kann. Ich habe dich da sanft eingeführt in den Riss. Und ist das jetzt der Punkt, wo wir uns von YouTube verabschieden? Das ist der Punkt, wo wir uns von YouTube verabschieden. Du hast es verstanden. Alles also dann. Tschüss YouTube. Dies ist die automatische Endkachel von Geekpunkt. Leider ist das offizielle Video nun zu Ende. Sie können aber hier weitere Videos aus der Vergangenheit abrufen oder anderen Content aus dem Netzwerk an befreundeten Kanälen. Wenn Sie es wieder versuchen wollen, so klicken Sie einfach hier und verpassen Sie einfach nicht, wenn Geekpunkt wieder erreichbar ist. Wir freuen uns, wenn Sie wieder einschalten. Tschüss.